Heute geht's um Meinungsblogs. Nicht aber um die ganz normalen Meinungsblogs, sondern eher um die Kritikblogs. Also die Videos von Meinungsbloggern, die einzelne YouTuber kritisieren. Das wird mich aber nicht unterhalten! Halt's Maul, Tobi, das wird dich unterhalten. Also haltet einfach die Schnauze und lasst euch von den Stimmen in meinem Kopf berieseln. Schon seit am Beginn der Zeit gab es immer die, die gesagt haben, sich ständig über andere lustig zu machen und zu kritisieren ist total scheiße. Und dann gab es die Leute, die erwidert haben, dann kritisier mich doch nicht, Meinungsfreiheit, Gummimauer. Aber wer von ihnen hat nun recht, fragt man sich. Die Antwort will keiner hören. Es sind beides Spasten. Auf der einen Seite darf man ja seine Meinung äußern, aber auf der anderen kritisieren viele YouTuber einfach nur, um zu kritisieren. Indem sie sich Videos von den YouTubern geben, die schon eh unter den üblichen Verdächtigen gehören. Ist dies etwa dein Ventil für eine Videoidee? Wenn du YouTuber kritisierst, die dich selber nicht interessieren, kritisierst du dann, um zu verändern oder um zu unterhalten? Ich meine, warum beschäftigst du dich sonst mit YouTubern, die dich nicht interessieren? Fotzke. Das Beste, was du mit einem Kritikvideo erreichen kannst, ist ein Shitstorm. Der YouTuber wird für eine kurze Zeit gehatet und die Klicks gehen auch hoch bei ihm. Die Frage ist ja, will man dieser Person überhaupt eine Bühne auf deinem Kanal geben? Falsch. Das Beste, was passieren kann, ist, dass der YouTuber Einsicht zeigt und sein Content ändert und seine eigenen Handlungen hinterfragt. Du weißt aber genau, dass das nie passieren wird. Kritik ist gut. Kritik bringt uns weiter. Und Kritik sollte dem gewidmet sein, was dich als Person interessiert. Ich habe das Gefühl, dass Kritik, nur um zu kritisieren, in unserer Gesellschaft verankert ist, so wie der Schwulenhass und die Frauenunterdrückung in der arabischen Kultur. Papi, kann ich auch ohne Kopftuch nach draußen gehen? Sag mal, spinnst du? Du gehst mir ja nicht wie eine Schlampe aus dem Haus. Eiche, hol die Peitsche, ich muss meiner Tochter mal wieder Manieren beibringen. Ich meine, ich kann's ja verstehen. Schlechte YouTuber haben schon immer gelogen, bis sich die Balken biegen. Ich wurde mittlerweile von YouTubern schon so oft angelogen, dass mein 4K-Monitor mittlerweile ein Samsung Curve TV ist. Ein scheiß Samsung Curve TV.